Erstes Ziel meiner Asienreise: Hongkong. Seit 1997 gehört Hongkong zur Volksrepublik China. Doch eine Sonderverwaltungszone räumt der Stadt einen Sonderstatus ein, auch eigene Zölle. Viele Touristen glauben, dass sie hier nicht nur prima staunen, sondern auch gut shoppen können. Quasi zollfrei sozusagen. Ma Song Ho aus Hongkong. Wörtlich übersetzt heißt der Name dieser Stadt eigentlich der duftende Hafen. Was hier heutzutage noch duftet, ist vor allem das Geld. Hinter mir, das ist keine Fototapete, das ist Hongkong Island. Und da hat ungefähr jede große Bank der Welt ein eigenes Hochhaus. Dabei hat Hongkong die höchsten Lebenshaltungskosten fast in ganz Asien. Und ist trotzdem ein Shoppingparadies. Soll es zumindest sein. Das werden wir in den nächsten Tagen herausfinden. Auch, ob die asiatische und unsere westliche Kultur sich hier gut vertragen. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Stadt und das, was wir in ihr erleben werden. Hongkongs Skyline bietet fantastische Motive. Den wohl berühmtesten Blick gibt es vom Victoria Peak. Ein echtes Postkartenmotiv. Die Aussichtsplattform auf dem Berg ist die beste Selfie-Bühne, die sich Touristen wünschen können. Doch das ist noch nicht alles. Eine berühmte historische Bergbahn aus dem Jahr 1888 bringt jeden, der will, nach oben. Und das für nur 6 Euro. So, heute ist der Tag des großen Ausflugs. Es geht zum Victoria Peak. Und das, was ich hier sehe, sehe ich sehr gerne. Schau mal, hier stehen wahrscheinlich normalerweise Hunderte von Touristen, wenn nicht Tausende an. Ich kann hier einfach, oh, wir sind so mittags schon hier, schön durchlaufen. Alles frei. Ich kann es kaum glauben. Ohne Anstehen komme ich direkt an den Eingang. Hallo. Hallo. Hier ist der Eingang. Dort entlang bitte, da drüben. Erst dort anstellen, dann hier. Ah, wir müssen uns erst da drüben anstellen? Okay, bisschen zu früh gefreut. Denn die Warteschlange lauert nicht am Eingang, sondern auf der anderen Straßenseite, versteckt im Schatten einer Autobahnbrücke. Ah, jetzt wird vieles klarer. Das hier ist nur die Zone, in der man sich anstellen muss. Gemeinsam mit geschätzt, naja, 500 anderen Touristen? Das kann eine Weile dauern. Bei ca. 30 Grad im Schatten. Das ist ja mein ganzer Urlaubstag futsch, wenn ich mich da jetzt reinstelle. Ich frage nochmal nach, das kann nicht sein. Auf der anderen Straßenseite steht eine Frau mit einem Schild. Darauf die frohe Botschaft. Oh. Ah, danach habe ich gesucht. Geht das auch ohne Warteschlange? Ja, Sie können die Warteschlange überspringen. Ah. Sie können dann gleich auf den Bahnsteig. Da können Sie dann nach ein paar Minuten direkt einsteigen. Klingt so, als ob ich dann sofort los kann. Doch das hat seinen Preis. Einen hohen Preis. Genau, für 355 Hongkong pro Person. Sollte man machen, das ist die billigste Lösung. Können wir direkt bei Ihnen kaufen? Direkt hier. Der Preis statt 6,40 Euro pro Person. Eine vierköpfige Familie zahlt also 160 Euro, 1400 Hongkong-Dollar. Ganz schön viel. Aber dafür ohne Schlange. Oder? Aber wie komme ich denn jetzt auf den Bahnsteig? Da stehen ja ungefähr 500 Leute vor mir. Wie lange dauert denn das? Bis zum Gipfel braucht die Bergbahn 8 Minuten. Ja, schon klar. Aber wie lange dauert es, bis ich zur Bahn komme? Ungefähr 25. Aha, dann doch, alles klar. Für 40 Euro überspringe ich nur die Schlange zum Ticketschalter. Doch nicht die eigentliche Schlange dahinter. Also, hinten anstellen. Nee. Auch in die kommen wir nicht rein. Niemals. Da sind noch mindestens 2 Ladungen, 3 Ladungen vor uns. Oh ja, wenigstens hier nicht so eine Hitze hier drin. Schön klimatisiert. Und mein Urlaubstag tröpfelt so vor sich hin. 25 Minuten ist untertrieben. Alle 8 Minuten kommt eine Bahn. Und da passen nur 120 Touristen rein. Jetzt geht's los. Fast eine halbe Stunde stehe ich jetzt hier und zahle mehr als das 6-fache. Fastlane, zu Deutsch Überholspur. Und auf der verrecken wir hier gerade. In kleinen Schritten komme ich dem Bahnsteig langsam näher. Die 7. Bahn ist endlich meine.
nach einer Stunde Warterei. Das war schon anstrengend. Die achtminütige Fahrt auf den Berg, für Eisenbahnfreaks sicher ein Erlebnis. Ansonsten, naja, wer was sehen will, sollte eines beherzigen. Setzen Sie sich auf die rechte Seite in dieser kleinen Tram, weil da kann man viel besser gucken als links. Da gibt es bloß Gebüsch zu sehen. 6 Euro mag die Fahrt mit dieser alten Bahn wert sein, aber sicher keine 40. Kaum oben angekommen, geht der Touristen-Nepp weiter. Ja, ist klar. Erstmal ein Souvenirshop hier oben. Als wenn ich schon so viel Geld hier gelassen hätte. Und ich bin noch lange nicht auf dem Victoria Peak. Ich kämpfe mich durch ein Labyrinth aus Geschäften und Rolltreppen. Nervt mich jetzt, obwohl ich mich auf die Aussicht freue. Und die lohnt sich wirklich. Hoch oben auf dem Victoria Peak überblicke ich die ganze Stadt. Ich kann nur jedem empfehlen, hier auf den Peak zu kommen. Die Frage ist, man muss vorher mal durchrechnen, oder wir können das jetzt, was der ganze Spaß kostet. Für eine Familie mit 4, die Kinder über 14, wären das 160 Euro. Dafür stehen wir 2 Stunden an, fahren ein paar Minuten mit der Bahn hier hoch, müssen durchs Einkaufszentrum und stehen dann hier oben. Und ich wette, dass es da noch preiswertere Möglichkeiten gibt, die die Urlaubskasse nicht gleich sprengen. Erst nur ein paar Fotos und dann finden wir das gemeinsam raus. Ein schneller Schnappschuss und alles auf Anfang. Puh, hier ist das Ganze losgegangen, vor 4 Stunden. Wenn Sie jetzt mal schauen, diese Schlange ist auch 4-mal so lang. Und natürlich gibt es auch einen ganz anderen Weg, dann nach oben zum Victoria Peak zu kommen. Schau mal hier. Entschuldigung, eine Frage. Hello, one question. Was kostet die Fahrt mit Ihnen hoch zum Peak? Ungefähr 63 Hongkong-Dollar. Sehr gut. Kann es wahr sein? Das sind 7 Euro. Wollen wir es gleich machen? Auf geht's. Alright. Diesmal geht es auf kleinen Straßen hoch auf den Peak. Vorbei am Stau Hongkongs. Keine halbe Stunde später erreiche ich mein Ziel. Und wir sind oben. Auf dem Peak. Und wir haben bezahlt, umgerechnet, ein bisschen mehr als 7 Euro. Und nicht 160. Den Eintritt für die Aussichtsplattform spare ich mir diesmal übrigens. Denn ich entdecke hier oben einen Pavillon. Von dort aus habe ich denselben tollen Blick auf Hongkong. Und das ganz umsonst. Also wenn Sie wirklich ein Bahnenthusiast sind, ja, dann nehmen Sie diese Tram hier nach oben. So historisch ist die übrigens auch nicht mehr. Vor allem aber kostet es wahnsinnig viel Geld, da auch einigermaßen zeiteffektiv hochzukommen. 160 Euro für eine vierköpfige Familie versus das Taxi hier nach oben gerade mal 7 Euro zu viert. Und Sie können sich auch da oben dieses Einkaufszentrum sparen, weil der Blick von dieser kleinen Pagode aus über Hongkong ist ebenso schön.